Du hast mich abgezogen, wie gesagt. Ein Pumping hat mich abgezogen. Fertig, aus. Alle chillt lieber alleine. Scheiß auf falsche Leute, Walle. Scheiß auf Freunde, alles falsch. Es gibt keine Freunde. Ich will auf eigenen Beinen stehen, Leute, aber ich diese Insta-Accounts. Ich fick dich auch. Warte ab. Digga, die Leute sind auch nicht dumm. Irgendwann reicht's. Ganz einfach. Walla. Bist du bei Punky Monkey im Untervertrag? Nein. Ich geh auf den. Digga, die Leute sind auch nicht dumm. Irgendwann reicht's. Ganz einfach. Walla. Ich hab nur ausgenutzt. Ich ausgenutzt? Alter, ich hab noch nie 1 Euro plus gemacht. Sollen erzählt es genau so, wie es die Leute hören wollen. Damit ich oder wir oder wer auch immer scheiße dastehen. Auf jeden Fall, Leute. Wir haben nicht mal Kippen, ich will doch Danke gegen Kippen holen. Aber heißt nicht, dass du frisch reden kannst, okay? Hast verstanden? Ja. Ja, fahr jetzt. Hab ich recht. Du stand am Shaggy, ich mein. Ja, Sonja wäre auf jeden Fall richtig schlimm. Katastrophe, aber egal. Hat sie mich an meinen Arm gezogen, hat sie mich gegen die Wand geklappt. Was der Fresse! Entschuldigung! Was sagen Sie dazu? Also ich erstelle jetzt keine Anzeige, weil ich nicht will, dass ihr dafür Ärger bekommt, weil wenn du Zimmer für die anmietest, bist du derjenige, der für alles, was die machen, haftbar gemacht wird. Also wenn du das anstrebst, weiterzumachen, sind die beiden fehl am Platz. Sag ich dir ganz ehrlich, die werden dich irgendwann in den Ruin treiben. Was geht ab, Leute? Hier ist Lejanko. So, Leute, Spaß beiseite. Es ist, wie gesagt, ein empfindliches Thema, worauf ich gar keine Lust hatte. Mir bleibt keine andere Wahl. Es wurde einmal gegen mich geschossen in der Öffentlichkeit, dann ein zweites Mal und dann ein drittes Mal. Ich habe sogar noch ein Video gemacht, wo ich eine Warnung ausgesprochen habe, nicht mal eine Drohung, dass ich mich zu der Sache gar nicht äußern will. Ich habe das Video, wie gesagt, gedreht. Bring mich bitte nicht dazu, das zu posten. Ich muss es keinem rechtfertigen, aber so langsam hört diese ganze Sache nicht auf. Der ein oder andere schickt mir Screen Recording, irgendwelche Nachrichten, dass ich ins schlechte Licht gerückt werde. Ich fühle mich einfach nicht gut. Die letzten Tage ging es mir richtig auf den Sack. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich schlecht mit der Sache gefühlt. Und ob ich jetzt jemanden abgezogen habe oder ob ich falsch liege, liegt im Endeffekt an euch. Aber das, was ich als Mensch getan habe, werde ich jetzt mit euch teilen. Das, was ich als Mensch für sie alles gemacht habe. Wir hatten schon mal so einen Fall. Und da haben die Leute am Anfang, als sie sich nur die eine Seite angehört haben, am Anfang war es so, dass Leute gegen mich waren, bis die sich meine Seite angehört haben. Und jetzt haben wir genau dasselbe Spiel nochmal. Es gibt wirklich Leute da draußen, also die mich anschreiben, was mir einfällt, was ich für ein Mensch bin, ob ich kein Gewissen habe und was weiß ich was. Also Leute babbeln sehr gerne, vor allem hier Social-Media-Ding, was alles angeht, sind die ja alle die größten Schwätzer. Ich muss euch so sagen, ich habe das jetzt so gemacht, ich habe ein Video zusammengeschnitten. Ich werde in diesem Video öfters die ganzen Videos, die ich zusammengeschnitten habe, damit ich nicht nur einfach erzähle, sondern auch zeige. Weil ich mag es einfach mit Taten vorzugehen und nicht einfach so etwas zu erzählen, was gar nicht da ist oder was vielleicht ein Gerücht ja sein könnte, wie viele immer behaupten. Und deswegen habe ich das Ganze so gemacht. Ich habe ein komplettes Video geschnitten, damit wir Stück für Stück ich euch begleite, warum, weshalb. Und dann kommen wir auf die Lives, die sie in letzter Zeit abgezogen hat. Aber bevor ich auf diese Lives zukomme, wo sie mich beleidigt, wo sie erzählt, dass ich sie abgezogen habe. Du hast mich abgezogen, wie gesagt. Bevor ich auf diese Lives zukomme, möchte ich euch überhaupt mal erzählen, warum sich die Wege getrennt haben, wie sich die Wege getrennt haben, wie es zu einer zweiten Chance kam und warum es sich wieder getrennt hat. Weil, wie sage ich immer so schön, ein Streit in der Öffentlichkeit gibt es auch ein zweites. Also Leute, ich will nicht viel babbeln, wir gehen sofort in das Video rein. Ich werde Stück für Stück immer stoppen und euch erklären, warum, weshalb, okay? Fangen wir mit der Sache an, dass Sonja überhaupt relevant geworden ist nach ihrer Musik. Cash fließt und ich danke Papi Abi. Aber bevor wir zu diesen ganzen Themen kommen, ja, ich will jetzt nicht so hin und her schwanken, will ich euch erklären, wie es nach der Musik überhaupt abging, dass die zu einem anderen Menschen sich entwickelt hat. Die ist wirklich ein komplett anderer Mensch geworden, abgehoben, arrogant, ekelhaft zu anderen Menschen und ich konnte mir das nicht länger mit ansehen. Fangen wir doch damit an, dass ich
mit ihrer Musik, immer in Tonstudios gegangen bin, mich dumm und dämlich bezahlt habe und gesagt habe, ey, ich mache mir ein eigenes Studio, wo ich streamen werde, wo ich auch Musik aufnehmen kann. Mit ihr, mit Anna und irgendwelche anderen Kunden, die ich vielleicht reinholen kann. Jeder von euch weiß, dass ich vor kurzem, oder besser gesagt letztes Jahr, ein Büro hatte in Offenbach. Geil. Ich habe sie durch das ganze Büro geführt und habe mich darauf gefreut, dass sie sich natürlich auch freut, dass sie jetzt endlich, dass wir zusammen ihre Musik da drin aufnehmen können, wie ihr sehen könnt. Ich habe diese ganze Büro, ich habe dafür eingekauft. Ihr wisst gar nicht, wie viel Geld da weggegangen ist. Dann war es so, als wir dieses Büro mit alle zusammen als Team aufgebaut haben, war sie diejenige natürlich, die mit ihrer Dose gekommen ist und direkt Fresse gezogen hat, weil sie 5 Minuten vor der Tür warten musste. Ich will kein Foto oder so, Leute, dass ich 20 Minuten hier warte. 5 Minuten unten kurz vor der Tür gewartet, während wir oben alles aufbauen. Dazu kommt noch, dass sie 2-3 Stunden zu spät ist, wie immer. Und dann noch meckert. Das ist halt typisch Sonja. Bei mir macht es nicht. Ich baue da die Couch auf. Ja, lass die Sonja warten, die raucht ihre Kippen. Frag mal, ob ich einmal so gesagt habe. Vor allem, seht ihr das? Das sind so Kleinigkeiten, die euch vielleicht nicht aufgefallen sind, aber das sind so Kleinigkeiten, wo wir so immer dachten, oder besser gesagt, wo ich immer so dachte, was ist aus ihr geworden? Warum ist sie so drauf? Liegt das wirklich an ihrer Musik? Weil Freundinnen in ihrer Umgebung haben zu mir gesagt, ey Fatih, was hast du aus ihr gemacht, dass die auf einmal so abgehoben ist? Jetzt kommen wir dazu, was das Büro angeht. Das sind so die ersten Ekelanzeichen, warum ich einen Upturn auf dieses Mädchen bekommen habe. Ich habe nicht wenig Miete bezahlt. Nachdem ich dieses Büro angemietet habe, war sie ja natürlich auch immer da. Wir haben zusammen gestreamt, wir haben zusammen Musik aufgenommen. Meine Jungs sind extra mal aus Stuttgart gekommen, die Produzenten, Studio-Session, alles Übliche. Auf jeden Fall hat die Dame, war sie zu faul, um hochzugehen auf die Terrasse und zu rauchen, hat das Fenster aufgemacht, aus dem Fenster rausgeraucht. Was sie nicht durfte. Dann hat sie irgendwelche Lachgasflaschen mitgenommen und hat das Büro kurz und knapp versaut. Irgendwann komme ich, stehe vor dem Büro und habe einen Kunden, der auf mich wartet, der Musik aufnehmen möchte, weil ich ja Werbung gemacht hatte, dass ich in dem Büro auch Leuten ermöglichen möchte, Musik zu machen. Ich stehe vor dem Büro, ihr habt ja gesehen, das geht mit so einer Karte auf, mit so einem Sensor. Es leuchtet rot. Ich versuche es mit der anderen Tür, ich komme nicht rein. Anna checkt die E-Mails ab, fristlose Kündigung. Ich denke mir in dem Moment, wow, wieso? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war ein Samstag. Die stehen vorm Club oder haben vor, in einen Club zu gehen mit ihren Mädels. Daraufhin schicke ich denen eine Memo. Sonja, ich wurde gerade fristlos gekündigt. Ich komme nicht ins Büro rein. Ich stehe hier vor der Tür. Sie schickt mir daraufhin die Preisliste von den Getränken im Club und sagt, schick mal Geld. Ich sag daraufhin, ist es dein Ernst? Ich habe dir gerade gesagt, dass ich gekündigt wurde und hier vor der Tür stehe. Und dir geht's darum, um zu feiern. Leute, schlechte Nachricht. Ich komme nicht in das Gebäude heute rein. Deswegen wird's, glaube ich, mit dem Stream nix. Spätestens dann Sonntag. Ich frage mich, was bei solchen Menschen in ihrem Kopf kaputt sind. Ich brauche mich gar nicht zu fragen, was in denen ihr Kopf kaputt sind. Diese Substanz, die sie benutzt, hat ihren Kopf kaputt gemacht. Daraufhin schickt mir die Freundin eine Memo, die wir uns jetzt gemeinsam anhören. Nachdem ich sage, du lässt mich hier im Stich, daraufhin schickt mir die Freundin diese Memo. Ja, guck mal, ich bin... Guck mal, die Sache ist so, wir sind alle hier und du kannst sie doch jetzt nicht hier im Stich lassen und im Stich lassen und nichts machen. Weißt du, was ich meine? So. Hört ihr das? Die lachen dann auch noch. Amnakoim, ich habe vielleicht 20.000 Euro investiert, um in diesem Büro mit ihr arbeiten zu können, damit wir alle als Team zusammen Gas geben. Dann fliege ich raus wegen ihr und dann sagen die mir noch, ich würde sie im Stich lassen. Guck mal, wir sind alle hier. Du kannst sie doch jetzt nicht hier so im Stich lassen. So, weißt du, ich meine, wir sind alle gekommen und ich gehe nicht, also wir gehen nicht so einzig, so, voilà.
Da ich mir mit diesem Video sehr viel Zeit gelassen habe, wundert euch nicht, dass ich ab und zu was anderes anhabe. Denn es sind Sachen, die mir im Nachhinein einfallen, die sehr wichtig sind. Nachdem das mit der Bürosache ist, ich vor der Tür stehe, hat sie ja ein schlechtes Gewissen. Mein Handy klingelt nonstop. Sonja ruft an und sagt, warte da, ich komme jetzt auch. Wenn du schon vom Büro bist und gekündigt wurdest, also lässt sie mich doch nicht im Stich. So wie die das sagen, dass ich sie ja im Stich lassen würde. Sie ruft mich an, ich drück weg. Sie ruft mich an, ich drück weg. Was willst du denn? Ich bin auf dem Weg mit der Bahn, ich komme jetzt zu dir. Ich lass nicht zu, dass ihr da alleine steht. So, wisst ihr, was ich gemacht habe? Nur um zu gucken, ob das wirklich wahr ist, was sie macht. Ich habe auf PayPal Geld geschickt und dann gewartet, ob sie wirklich kommt. Ihr könnt selber einschätzen. Ich habe das Geld geschickt. Ich habe mich wieder zurückgemeldet. Ich habe da nur gewartet. 1-2 Stunden. Sie kam nicht. Dann habe ich die Storys gesehen. So asozial. Die wollte nur kommen, um das Geld abzuholen. Ich habe ihr Geld geschickt, weil ich sehen wollte, ob sie trotzdem kommt. Sie ist nicht gekommen. Und dann ist sie feiern gegangen und hat sich nicht mehr gemeldet. Hauptsache, sie hat das Geld bekommen. Aber dann so am nächsten Tag so tun, als wäre alles okay. Und ich meine, es ist ihr Geld. Aber wenn ich versetze mich immer in die Lage von dem anderen. Und wenn ich mich so in die Lage von dem anderen versetze, ich würde auf Feiern scheißen. Ich würde für meine Freunde da sein. Vor allem in so einer Krisenzeit. Naja, das war so der erste Upturn. Jetzt kommen wir zu Upturn Nummer 2. Nachdem ich vom Büro gekündigt wurde, jeder an meiner Stelle würde sagen, tschüss, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Aber ich denke mir, komm, die sind noch jung. Vielleicht kann man das Beste trotzdem aus denen herausholen. Okay, was machen wir? Wir planen die Tour nach Essen. Universum Boxkampf, Sinanji gegen Mo Abdullah. Wir fahren nach Essen, wir sind da in den Hotels. Alleine, wie sie immer da drauf war, sie ist die Einzige gewesen, die diese Abfuckslaune geschoben hat, zwischen den ganzen, also alle, die dabei waren. Sie war immer die Einzige, die übelste Laune geschoben hat. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, egal was man sie fragt, sie kontert mit so Antworten, wo du dir so denkst, wer bist denn du eigentlich? Du bist eigentlich niemand. Du denkst, du wärst nur, weil Leute dich jetzt feiern, weil du angeblich eine Rapperin bist. Zum Beispiel kommen wir dazu, dass Anna sie fragt, so Kleinigkeiten. Willst du deine Fußnägel noch lackieren? Damit ich meine Augen hier lackiere, weißt du, weiß, ja, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die ich meine. Immer so abgehobene Antworten. Sie erniedrigt immer diese, die immer vor ihr steht. Ich gucke mir das natürlich so an. Nicht nur so, sondern auch privat. Dann gehen wir zu dem Kampf. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind das erste Mal auf Tour gefahren, wo wir getrennte Autos gefahren sind. Ich mit meinem eigenen, 2 Sitzer und Gibson, bester Mann, ich küsse dein Herz. Ja, der ein oder andere kennt von euch Gibson. Ist so ein Typ, der kann nicht mal in der Mücke wehtun. Gibson hat mir den Gefallen getan und gesagt, Vati, ich habe einen großen Van, ich kann den nehmen und die Truppe mitnehmen. Ich habe gesagt, ich küsse doch deine Stirn, Bruder. Dankeschön. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sind gesund heil angekommen. Gibson hat sich schon so beschwert, dass sie immer Dosen möchte, dies möchte. Ihr müsst euch vorstellen, ich war in Essen, die kam ein bisschen später an, weil die natürlich wegen Sonja anhalten müssen, jede 5 Minuten irgendwo in Tankstellen, okay? Wir sind auf dem Weg zum Universum Boxen. Wir sind kurz vor der Halle und sie meckert, dass sie Dosen möchte und gibt Gibson diese Befehle im Hintergrund. Und Steven war so ein Ehrenmann, dass er jegliche asoziale Art von Sonja gefilmt hat, damit ich das alles sehen kann. Passt auf, wie sie Gibson diese Befehle gibt. Ey, Covid mit dir, Alter. Da beleidigt sie uns alle, weil sie nicht Dosen bekommen hat, obwohl ihr sehen könnt, dass sie ihre Dose in der Hand hat. Sie ist die Einzige mit der Dose in der Hand, aber kennen wir ja nicht anders. Sie gibt uns das Befehl, dass wir in eine Tankstelle oder in Rewe sollen, um ihr Dosen zu holen. Ich ignoriere das natürlich und laufe weiter. Passt auf, daraufhin dreht sie sich zu Gibson. Ihr habt's gehört, wir gehen in Rewe, ist mir egal. Universum, Boxkampf, es gibt eine Aftershow-Party. Wir sind natürlich todeskaputt von dem Abend und haben gesagt, weil ich auch ein paar Jungs aus meiner Stadt hatte, die dabei waren, gehen wir ins Hotel, machen wir Party unter uns, spielen wir irgendwelche Karten. Anissa, die ex-beste Freundin von Sonja, hat natürlich mitbekommen, dass ich im Hotel bin, die Jungs auch ins Hotel wollen. Ist sie mit den Jungs auch ins Hotel gekommen, weil die Jungs hatten keinen Bock auf die Aftershow-Party. Wer bleibt noch beim Universum-Boxen übrig? Sonja, Gibson, Steven. Wir sind im Hotel. Ich sehe nur, wie Anissa hinten im Hintergrund weint, von Sonja am Telefon von A bis Z beleidigt wird. Ich gehe zu Anissa, tröste sie und frage, was los ist.
Sie sagt, Fatih, ich habe gesehen, wie sie drauf ist. Sie gibt mir jetzt die Schuld, warum ich nicht mit ihr feiern gehe. Dabei ging es nur darum, dass ich gesehen habe, wie Sonja drauf ist. Und ich habe Angst, ich habe keine Lust, da mitzuziehen. Ich möchte so mit ihr nicht feiern gehen. Ich möchte lieber mit euch im Hotel bleiben. Und ich habe sie gerade dazu aufgefordert, auch ins Hotel zu kommen, mit uns hier zu chillen. Nachdem Gibson und Steven Sonja auf die Aftershow-Party begleiten, passiert das alles im Auto. Einer auf Chat auf dein Auto gepisst haben, da. Reicht, fahr mal Tanke. Okay, reicht, Walla reicht. Wohin soll ich jetzt fahren, Sonja? Tankstelle, ich brauch Zigaretten. Ja, fahr jetzt, schön. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat nonstop Gibson Befehle gegeben, fahr dahin, fahr hierhin. Und Gibson hat das alles gemacht. Und weil er das alles gemacht hat und man nicht Zähne gezeigt hat, ist sie so, wenn sie merkt, sie ist stärker, dann nutzt sie diese Gelegenheit aus und erniedrigt diesen Menschen bis zum geht nicht mehr. Ihr müsst euch vorstellen, dass in dem Moment sie aussteigt und ans Gibsons Auto pinkelt. Okay, und das hat mir Steven und Gibson erzählt, ich war im Schock. Bevor sie überhaupt so anfängt zu reden, packt sie Gibson erstmal im Auto an. Und daraufhin zückt deswegen Steven die Kamera im Hintergrund und fängt an, sie aufzunehmen. Da waren sogar Jungs, die gekommen sind. Von Sonja hat mir Gibson erzählt und die wollten Gibson schlagen, weil Sonja ihn schlecht geredet hat. Gebt euch das mal, da kommen irgendwelche Jungs, sie hetzt, genauso wie sie das heute auf TikTok mit mir macht, hat sie das mit Gibson gemacht und die Jungs wollten echt auf Gibson drauf. Und wir waren nicht da. Tadam, kennst du, aber näher. Ja, da musst du mir versprechen, deinen Respekt zu halten und normal zu reden, okay? Ich bin angetrunken, aber heißt nicht, dass du frisch reden kannst, okay? Hast du verstanden? Ja. Ja, aber fahr jetzt. Hab ich falsch geredet? Ja, hast du. Tut mir leid, dann tut mir leid. Du hast ein bisschen Schaden im Kopf, ich deswegen weiß, weißt du es nicht. Tut mir leid. Der Junge hat noch nie frech mit ihr gesprochen. Überlegt euch mal, du bist das respektloseste Kind, was ich je gesehen habe. Und dann willst du noch Leuten sagen, dass die respektvoll mit dir reden sollen. Ey Leute, bin ich behindert oder fühlt ihr mit mir? Der Junge entschuldigt sich auch noch und sagt, tut mir leid. Könnt ihr diese Angst in seinen Augen sehen? Wir kommen gleich zu der Backpfeife, die du ihm auch noch gegeben hast. So, ihr müsst euch jetzt vorstellen, nach dieser Fahrt sind die im Club zu dieser Aftershow-Party. Gibson und Steven wollten zu uns ins Hotel. Gibson ist daraufhin zu Sonja, während sie feiern war, und hat gesagt, ey Sonja, ich möchte ins Hotel. Lass uns zusammen nach Hause gehen und im Hotel feiern mit Fatih und so. Hat sie ihn wieder angepackt. Ich will gar nicht hier erzählen. Gibson wird das gleich euch erzählen, was sie alles zu Gibson gesagt hat. Und Gibson dachte sich, ey, ich gebe mir dieses ganze Scheißdreck nicht. Ich fahr. Ich lasse sie hier. Natürlich ist Steven dann auch zu Sonja und hat sie darauf hingewiesen, ey komm, Gibson hat es nicht geschafft, ich mach's. Sonja, lass uns nach Hause ins Hotel, da können wir unter uns auch feiern. Hier ist eh tote Hose. Dann müsst ihr euch vorstellen, dass sie Steven aufgrund seiner Hautfarbe das N-Wort benutzt und Steven beleidigt. Okay? Überlegt euch mal, wie asozial muss ein Mensch sein? Wie abgehoben muss ein Mädchen sein? Dann sind die im Hotel angekommen und haben alles erzählt. Leute, wir haben jetzt 3:30, also es gibt ein Problem, schon seit wir hier angereist sind. Er hat einen mentalen Schaden auf jeden Fall, wegen Sonja, oder? Kannst du mal schildern, was genau passiert ist jetzt? Also ihm geht's gar nicht gut. Auf jeden Fall, liebe Zuschauer, ich glaube, ihr seht mich nie wieder. So also ich bin wirklich kurz davor gewesen, lieber 10 Minuten nochmal im Krankenhaus. Ihr müsst euch überlegen, Gibson ist mal fast im Krankenhaus gestorben. Das hat er uns mal von sich aus erzählt. Er fand das so schlimm, dass er gesagt hat, ich wäre in dem Moment, als ich mit Sonja war, wäre ich lieber noch mal im Krankenhaus gewesen. Ja, Sonja wäre auf jeden Fall richtig schlimm. Katastrophe, aber egal. Ja, vielleicht war das meine Schuld. Vielleicht bin ich zu schwach. Vielleicht ist das meine Schuld, meine liebe Zuschauer. Vielleicht bin ich zu schwach oder ich heule einfach zu viel. Kann sein, tut mir leid, einfach. Ich bin einfach zu schwach. Es ist dann, weil es meine Schuld kann sein. Vielleicht ich merke nicht. Möchtest du dann Cola, mein Kind? Ich trinke nie Cola. Wir wissen alle, dass das nicht deine Schuld war. Du hast schon gut reagiert. Du bist einfach nur ein guter Mensch. Stell dir vor, Fatih, jemand würde dir, also die würde dir eine Backpfeife geben. Wer fährst mit der? Was würdest du machen? Während der Fahrt. Ja. Wenn sie mir eine Backpfeife geben. Während ja. der Fahrt. Wie rücksichtslos muss ein Mensch sein, dass man während der Fahrt einer Person, die dich von A nach Z bringt mit dem Auto, du ihm während der Fahrt ihm eine Backpfeife gibst. Er spricht nicht mal die Beleidigungen aus, die er von Sonja abbekommen hat.
Ihr müsst euch vorstellen, sie hat sogar einmal gebracht, während der Fahrt die Handbremse zu ziehen, weil er es geweigert hat, in eine Tanke reinzufahren. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich will eigentlich nicht lachen, das ist eigentlich nicht witzig, wie Sonja ihn beleidigt hat, das versucht er zu erklären. Yani so ein Typ ist er, dass er nicht mal eine Beleidigung aussprechen möchte. Passt auf. Also ich kann das super schön beschreiben, dass deine weibliche Erziehungsberechtigte ist, hat Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Typen für Geld. Ich wünsche, dass es gar nicht passiert, Herr, aber das ist das passiert. Wie sie Gibson behandelt hat, ging gar nicht, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht. Sogar ein Denison sagt, dass er der Sympathischste ist. Er ist einfach der Sympathischste. Oh, geil. Natürlich ist der Abend, der Morgen nicht zu Ende gegangen, weil wir alle irgendwann nachts, morgens, ich habe ja gesagt, 3:30, 4:00, ins Bett gegangen sind, weil wir am nächsten Tag abreisen mussten. Ihr müsst euch vorstellen, ich schlafe und jemand hämmert gegen meine Tür. Ich mache die Tür auf und dachte mir, Digga, was geht jetzt ab, dass jemand so asozial morgens um 7 Uhr gegen meine Tür hämmert? Ich mach die Tür auf, Gibson und Anissa kommen rein. Ich sehe nur die Beule an Anissas Stirn. Gibson rastet völlig aus und sagt, wen hast du hier mitgeschleppt? Warum haben wir sie dabei? Sie hat uns diesen ganzen Trip versaut. Bitte Fatih, das geht doch nicht. Guck dir das an. Die Dame kommt ins Hotel, greift danach ihre Freundin an im Hotel, wozu es auch ein Video gibt, was ich hier leider nicht einblenden kann. Was der Presse? Sag Entschuldigung! Vielleicht könnt ihr jetzt immer mehr verstehen, warum, okay? Daraufhin kommt die Polizei ins Hotel und Anissa erzählt mir und sagt, nachdem sie mich zusammengeschlagen hat, kommt die Polizei, weil die im Hotel haben das alle mitbekommen und die Polizei gerufen. Gibson ist nicht dazwischen, weil er Angst hatte und gesagt hat, Sonja wollte mir geben. Während die Polizei da ist, weiß unsere Dame, Sonja, nicht, dass Gibson das Ganze aufgenommen hat. Sie fängt an, die Polizei aufzunehmen und redet so ein dummes Zeug. Ich habe nichts verstanden, was die hier versucht hat, uns zu erklären oder überhaupt, was sie hier aufgenommen hat. Ich habe das nicht gecheckt, was sie damit meinte. Hört mal selbst jetzt hin. Wir machen erst jetzt Videoaufnahme, dann wenn ich nicht mehr reden darf, oder? Das ist Deutschland, Leute. Gebt euch. Das ist Deutschland. Kommt 2022, Sippi. Heinrich, Ludwig, Anton, Dora, geboren am 26.10.2004. Da könnt ihr sehen, dass Gibson der Polizei das Video abspielt, was sie mit ihrer Freundin gemacht hat. Aber sie weiß bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es überhaupt ein Video gibt. Was sagen Sie dazu? Wie, was sage ich dazu und beendet die Aufnahme, weil sie gecheckt hat, oh, ich wurde aufgenommen von Gibson. Warum sie ihre Freundin geschlagen hat, dazu komme ich jetzt auch. Und dann hat noch Anissa gesagt, während die Polizei gekommen ist, ist sie auf die Polizei zugerannt und hat gesagt, sie hat mich geschlagen, ich habe mich nur gewehrt. Dass du so link bist, wusste ich auch nicht. Weil die Freundin mit uns im Hotel war, zum ersten Mal Sonja so krass besoffen gesehen hat und sich nicht getraut hat, mit Sonja so wegzugehen. Und dann haben wir natürlich gesehen in Sonjas Stories, Sonja hatte ganz viel Spaß. Weil wenn Sonja in Clubs feiern geht, dann erkennt man Sonja ja, weil sie ja die Rapperin ist, sie ist ja Sonja. Natürlich hat sie mit ganz vielen Mädels irgendwo am Tisch auf der Tanzfläche Stories gepostet und hat ganz doll Spaß gehabt. Statt ins Hotel zu kommen und zu sagen, ey Anissa, du bist nicht mit mir gekommen, ich hatte trotzdem Spaß. Nächstes Mal gehen wir zusammen. Dann trinke ich auch nicht zu viel, so dass du dich vielleicht nicht abschreckst von mir. Nein, sie kommt ins Hotel, weil ihre Freundin alleine mit uns chillt, greift sie ihre Freundin an und schlägt sie da zusammen. Erzähl mal deine Seite, was überhaupt passiert ist. Wir waren am Kampf und ich hatte da schon gar keine Laune mehr. Und ich wusste, es gibt noch diese Aftershow-Party. Und dann war der Kampf zu Ende, wir sind alle zum Auto gelaufen. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, ich hole mich mit Taxi ab und dann fahren wir zusammen ins Hotel wieder zurück. Aber ich werde dann nicht reingehen. Ich hatte gar keine Laune mehr an den Abend. Ich wollte einfach nur ins Hotel zurück. Hat sie daraufhin gesagt, nein, du kommst jetzt hierher und. Habe ich gesagt, nein, habe ich ihr geschrieben, ich hole dich ab und du kommst hierher. Wollte sie aber nicht, hat sich darauf nicht mehr gemeldet und war danach. Genau, dann kam sie irgendwann um 8 Uhr. Um 8 Uhr kam sie hier an. Ich und Gibson wollten auschecken, wir wollten nach Frankfurt zurückfahren. Kam sie auf einmal an, hat mich weggeschubst und so, was ist bei dir los? Hat sie mich an meinen Arm gezogen, hat sie mich gegen die Wand gezogen.
Und ich bin nicht so, wir sind befreundet, warum soll ich auf sie draufgehen? Sie war erstens komplett weg, zweitens, ich kann nicht eine Person schlagen, mit der ich befreundet war. Zu dem Zeitpunkt sagt sie noch, ich kann nicht eine Person schlagen, mit der ich befreundet bin oder war. Und das war auch so der Grund, warum Anissa nie wieder Kontakt mit Sonja aufnehmen würde. Sie hat gesagt, für mich ist dieses Thema komplett durch, was Sonja angeht. Das war so der erste Streit, warum wir auseinandergegangen sind und keinen Kontakt mehr hatten. Daraufhin bin ich auf sie nochmal zu und habe versucht, sie zu erreichen. Sie voll arrogant. Sie ist ja Sonja, wurde direkt abgeholt. Eine Stunde später habe ich eine Story gesehen, wie sie wieder Luftballons nimmt bei irgendeinem Typen. Ich habe mich distanziert von Sonja. Wir hatten 6 oder 7 Monate keinen Kontakt. Dann, Sonja hat eine krasse Unterkunft bekommen bei einem Typen, der sich mit Immobilien beschäftigt, wo sie einen Schlafplatz bekommen hat und in dieser Wohnung auch aufgenommen wurde und da angemeldet wurde. Irgendwie kam es dazu, dass dieser Typ sich bei mir gemeldet hat, ja, weil irgendwelche Gerüchte hin und her gingen, irgendwelche Ratten wieder aus ihren Löchern kamen. Zu diesen Ratten werde ich auch kommen. Und wir uns getroffen haben, ich besser gesagt zu diesem Typen nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich mache seit 6 Monaten meine Sachen alleine weiter. Was ist hier los? Wer juckt? Wen muss ich kratzen? Was ist das Problem? Daraufhin hat er mir sehr viele Sachen erzählt, von denen ich geschockt war. Daraufhin ist Sonja die Tür reingekommen. Wir haben uns gesehen. Sie hat angefangen zu grinsen. Ich habe sie angeguckt. Ich sage euch ganz ehrlich, aus Emotionen habe ich reagiert. Ich habe auch gegrinst. Wir haben uns umarmt. Ja. Ich weiß, viele von euch werden jetzt denken, wie kannst du nach diesen ganzen Sachen noch so etwas zulassen, dass du sie umarmst. Verstehe ich voll und ganz. Ich gebe euch 100% recht. Ihr wisst, Menschen vergessen schnell, dass wir uns, wie gesagt, umarmt haben und der Kontakt so langsam wieder aufgebaut wurde, indem wir gesagt haben, pass auf, ich habe gehört, du möchtest deine Musik weitermachen, aber so wirklich Hilfe bekommst du nicht und deswegen helfe ich dir mit deiner Musik weiterzumachen. Und dein Mitbewohner, besser gesagt der Typ, bei dem du wohnst, hat sich natürlich beschwert, wie viel Geld er für dich ausgegeben hat, ja, dass du von ihm lebst. Es war ja vorher so, dass sie von mir gelebt hat und heute hat sie von diesem Typen gelebt. Daraufhin hat der Typ natürlich mir gesagt, ey, Vati, jetzt bist du ja auch da, jetzt teilen wir uns Sonjas Kosten, machen alles Hälfte, Hälfte. Und ziehen sie zusammen groß. Ich habe gesagt, okay, let's go. Ich habe Sonja vorgeschlagen, ey, komm wieder in die Videos rein, damit du dein eigenes Geld wieder verdienst. Warum ich dieser ganzen Sache eine zweite Chance gegeben habe, war der Grund, dass wir vorher wie eine Familie waren. Also ich zumindest habe sie wie eine Familie gesehen. Sie hat bei meinen Eltern mit meiner Mama am Tisch gesessen, zusammen gegessen. Sie hat bei meinen Eltern übernachtet. Ich habe sie im Endeffekt wie eine Schwester gesehen. Ich weiß, jeder Mensch hat Fehler, macht Fehler. Ich habe der ganzen Sache noch eine zweite Chance gegeben. Und ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit, wo wir wieder diesen Kontakt hatten, ein paar Tage, war sie mit mir und hat wirklich wieder viel Geld ausgegeben. Sie hat mich viel Geld gekostet und ihre Aussage daraufhin war, du kannst mir einen Vorschuss geben. Ich glaube, ihr geht's gar nicht so ums Gas geben, um etwas zu machen, sondern ihr geht's einfach nur ums Geld. Was sich natürlich dann auch später alles herausgestellt hat. Zu diesen ganzen Handysachen will ich gar nicht kommen. Während der Zeit hatte sie die ganze Zeit einen Haftbefehl. Ihr Mitbewohner hat mich die ganze Zeit kontaktiert, angerufen und sich beschwert und gesagt, bei mir ist jeden Tag die Polizei. Ich beschäftige mich mit ganz anderen Sachen. Wie soll ich mich überhaupt mit sowas beschäftigen? Vati, wie konntest du dir das 2 Jahre antun? Weil auch die ganze Wohnung verwüstet war, obwohl es eine schöne Wohnung ist. Aber egal, wo sie reingeht, auch wenn diese Wohnung glänzt, wenn Sonja einmal irgendwo reingeht, rauskommt, und du danach wieder in diese Wohnung reingehst, wirst du sie nicht mehr erkennen. Du wirst denken, hier drin war ein Bombenanschlag. Wirklich. Von Dreck auf dem Boden bis zu Schminke an den Spiegeln und Essen an den Wänden. Ich übertreibe das nicht. Ich kenne sie aber schon. Du bringst mich dazu, dass ich so Sachen erzählen muss. Weil du nicht die Klappe gehalten hast und immer wieder gegen mich geschossen hast. Und nach diesem Statement, während diesem Statement wirst du auch sagen, ja, ja, mach mal deine Statements, mach mal deine stundenlange Videos. Das ist YouTube, mein Freund. Das ist nicht live gehen auf TikTok und irgendwelchen Scheißdreck erzählen. Cash fließt und ich danke Papi Abi. Und ich lasse niemanden lügen oder irgendwelche Gerüchte über mich erzählen. Ich weiß ganz genau, wer im Hintergrund alles Feuer macht.
Ich weiß ganz genau, wer im Hintergrund deinen Kopf manipuliert, der dir Tipps gibt, die dir Tipps geben. Du erzählst immer was davon, dass ich dein Instagram gesperrt habe. Ich kann euch die Sachen einblenden, dass ich wirklich einen Typen habe, der dafür sorgen kann, dass wenn jemand sein Insta-Account gesperrt ist, dass man das Geld mit Geld wieder zurückholen kann. Sie erzählt was davon. Dass mehr hat sie nicht. Das sind immer diese Aussagen. Ich hätte ihr Ausweis, ich würde ihr Insta-Account sperren lassen. All so ein Bullshit, ich hätte 7 Scheine verlangt. Das war nicht ich, sondern der Typ. Ich habe damals Taui bezahlt, um mein Insta zurückzubekommen. Ich habe das. Ich bin noch so blöd, dass ich helfe und vor Sonja sage, den Typen anrufe, ihm schreibe, ihm Memos schicke. Ich kann euch seine eigene Memo abspielen, wo er noch sagt, dass das 7 Scheine kosten, weil dieser Account chöp gemacht wurde. Ihr könnt selbst hören, der Typ sagt selber, Abi, dieser Account ist chöp geworden durch irgendwelche Drogenkonsums. Während du rauchst, das alles in deine Story postest. Die gucken kleine Kinder zu. Denkst du nicht mal dran, wie oft habe ich dir gesagt, poste solche Sachen nicht. Unterhalte irgendwie die Leute, indem du dich schminkst oder sonst was. Nein. Und dann sucht sie sich Leute heraus, wo sie noch denen die Schuld gibt, dass ihr Insta-Account weg ist. Dann kommt noch so ein Idiot wie ich, will denen noch helfen und sage, ey komm, ich hol deinen Insta-Account zurück, aber wir müssen Geld bezahlen. Dann sagt sie mir, gib mir Vorschuss. Abi vallahi en son fiyat o yapıyorlar ya. Yoksa biliyorsun niye yardımcı olmayayım ki sana abi. Ich hab auch mal meine Krisenzeit. Dann sage ich zu ihrem Mitbewohner, ey komm, wir machen Hälfte, Hälfte. Daraufhin sagt sie zu mir, wer bist du, dass du von ihm die Hälfte für meinen Insta-Account haben willst. Dann wird im Hintergrund wieder Feuer gemacht, wieder Feuer gemacht. Ich will euch eine Sache sagen, an alle, die im Hintergrund sind und ihr an Sonjas Tipps gibt. Ich weiß ganz genau, wer. Sonja erzählt immer was davon, dass ich ihr Insta-Account sperren lasse. Ich schwöre bei Allah, ich habe noch nie in meinem Leben einmal deinen Insta-Account sperren lassen. Sogar wenn man einen Insta-Account sperren lassen möchte, ja, das geht. Dafür müsstest du Geld bezahlen. Ich will euch jetzt eine Sache sagen, die im Hintergrund sich aufhalten und Sonja Feuer machen und Sonja Tipps geben, dies geben, das geben. Diese Leute im Hintergrund wollen jetzt mit Sonja, wo ich ja nicht mehr da bin, mit ihr Geld machen. Diese Leute wollen mit Sonja die Songs, die ich produzieren lassen habe, die ich bezahlt habe, im Hintergrund diese Songs mit ihr zusammen veröffentlichen, mit ihr zusammen Videos drehen. Ich will euch eine Sache sagen, bei Allah sogar. Wenn ich eine Sache sehe von euch, irgendwas, ich weiß genau, ihr könnt euch so verstecken, wie ihr wollt im Hintergrund, in der Öffentlichkeit, scheißegal. Ich werde Geld dafür bezahlen, dass ihr werdet keine Chance mehr in der Öffentlichkeit haben. Ich gebe euch ein Verbot in der Öffentlichkeit, also haltet euch lieber zurück, weil das ist unser Beef. Damit habt ihr nichts zu tun. Ihr hattet nie was damit zu tun und ihr habt auch gar keine Ahnung davon. Ihr seid nur diejenigen, die einfach nur böses Auge auf meinen Erfolg haben, die es immer wieder versucht haben, in meine Fußstapfen zu treten, die das nie geschafft haben, die das auch nie schaffen werden, die das auch mit anderen Sachen nie geschafft haben. Haltet euch einfach im Hintergrund, macht euer Ding, ich mach mein Ding. Aber ich sag euch, sehe ich irgendwelche Sachen von euch, ich lass euch sperren, ich gebe euch ein Verbot in der Öffentlichkeit und ich schwöre, ich mach das. Wir machen weiter. Nach diesen ganzen Aktionen, nach einer Woche, nicht mal eine Woche waren wir zusammen mit Sonja, hat sie schon einen Haufen Geld ausgegeben. Das waren die ganzen Upturn-Sachen. Jetzt kommen wir zu der Sache, dass ich sie abgezogen habe. Sie live geht und davon erzählt, dass ich sie abgezogen habe. Du hast mich abgezogen, wie gesagt. Ein Pumping hat mich abgezogen. Fertig, aus. Kommen wir dazu, dass ich dich abgezogen habe. Bevor überhaupt diese Musiksache kam, war sie ja eigentlich irrelevant. Bis die Musik kam, wurde sie relevant. Okay? Sie hat schon immer von mir gelebt. Sei es Essen gehen, Kippen holen, Klamotten holen, alles Mögliche. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen. Ich bin unerfahren, was diese Musiksache angeht. Ich mache das zum ersten Mal und wir gehen zum ersten Mal so viral. Natürlich hole ich mir irgendwelche Tipps links, rechts und weiß nicht genau, wie die ganze Sache abläuft. Bevor ich was unterschreibe, hole ich irgendwelche Anwälte und frage, ey, ist das okay, kann ich das so unterschreiben oder was sagst du? Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass Sonja zu dieser Zeit noch 17 ist. Ihr Erziehungsberechtigter ist immer noch ihr Vater, mit dem ich auch in Kontakt stehe. Eigentlich ein sehr guter Mann. Und die Sachen, die unterschrieben wurden, wurden nie von Sonja unterschrieben, sondern von ihrem Vater. Und deswegen war das auch im Endeffekt zwischen mir und Sonja so,
Ich habe ihr vertraut, ich war wie ein großer Bruder für sie. Er weiß auch, der Vater weiß auch ganz genau, das habe ich ihm auch selbst gesagt, dass ich finanziell öfters wie er selbst mehr da war für sie. Der Vater ist nonstop am Arbeiten. Der Vater hat selbst alles aufgegeben, was seine Tochter angeht. Die wohnen auch nicht mehr zusammen, gar nichts. Also passt auf. Wir kommen dazu, dass ich sie abgezogen habe. Nachdem ich den Song in meinen Blogs veröffentlicht habe, hatte ich ja Jungs, Produzenten, die ich kennengelernt habe, die sehr, sehr gut waren, mit denen ich mich bis heute noch sehr gut verstehe, haben den Song produziert. Ihr müsst euch vorstellen, Sonja ist ein Mensch. Ich kenne heute Leute, die kommen in die Booth, nehmen da 1-2 Stunden ihren Song aus, lass mal höchstens 3-4 Stunden sein und danach sind sie fertig. Ihr wisst, was so ein Studio-Session kosten kann. Vielleicht weiß es der ein oder andere nicht. Da wirst du nach Stunden, musst du bezahlen. Wir waren manchmal zum Teil von abends 8 Uhr, 20 Uhr bis morgens 7 Uhr im Studio. Diese ganzen Kosten musste ich übernehmen, okay? Aber das war so nie die Rede. Weil mir ging es darum, um mit ihr Business zu machen, um ihr eine Freude zu machen, weil sie immer Rapperin werden wollte, was sie eigentlich nicht so gar nicht interessiert hat. Ihr geht es eigentlich nur um ihr Konsum. Mehr braucht sie auch nicht. Sony-Vertrag bekommen, Sony-Vertrag meine ich, einen Kaufvertrag, wo sie gesagt haben, hey, passt auf, wir zahlen 11.000 Euro für den ersten Song in meinen Blogs. Und 2 Songs würden wir euch als Option abkaufen, wenn die uns flashen. Diese 11.000 Euro, bis die kam, hat es Monate gedauert, weil mal da eine Unterschrift fail war, weil mal das gezögert wurde, das nicht abgeschickt wurde. Ich habe jeden Tag Terror gemacht bei den Jungs, die ich kannte, warum das Geld nicht ankommt. In der Zeit müsst ihr euch überlegen, gibt es weiter Videos mit Sonja und Sonja frisst weiter Geld. Natürlich hat Sonja für jedes Video ihr Hack verdient. Jedes einzelne Video. Wir haben das nie, was die Videos angeht, schriftlich festgehalten, weil im Endeffekt war es meine kleine Schwester und ihr Hack ist ihr Hack, hat sie von mir bekommen. Und ich habe schon mal gesagt, ich würde niemandem seinen Hack fressen. Egal welches Video, guckt es euch selbst an. Sonja hat immer extrem viel Geld ausgegeben. Egal welches Video wir gedreht haben, sie hat einen Haufen Geld ausgegeben. Immer. Sie hat immer von mir gelebt. Aber habe ich bis heute ein Wort darüber verloren? Nein, habe ich nicht, weil ich es gerne gemacht habe. Ich kann euch sogar Chats einblenden, wo sie mich jeden Tag, egal welche Uhrzeit, immer nach Geld gefragt hat und ich ihr immer Geld geschickt habe. Die ganzen PayPal, die Screenshots, alles schwarz auf weiß. Eine Sonja, wir reden von einer Sonja, wo ihr Vater sagt, wenn die auf einen Schlag so viel Geld hätte, wäre morgen alles weg oder am gleichen Tag. Was ich ihr an Bargeld gegeben habe, kann ich leider nicht zeigen. Aber ich kann Screenshots einblenden. Kommen wir wieder zurück zu Sony. 11.000 Euro haben sie gesagt, zahlen sie für den Song. Ich habe natürlich gefragt, ob ich Sachen von diesem Vertrag einblenden dürfte. Darf ich auf keinen Fall. Aber es ist auch kein Geheimnis, weil ich erzähle euch. Tonstudio muss bezahlt werden. Die Produzenten müssen bezahlt werden. Die Anwälte, was die Verträge angeht, müssen bezahlt werden. Von diesem 11.000 Euro standen zu Sonja 4.000 Euro zur Verfügung. Von diesen ganzen 11 Mille hat Sonja 4.000 bekommen. 2 Songs hat sie noch zur Option, die Sony uns auch abkaufen würde. Für den einen 7.000, für den anderen 8.000. Da hätte sie auch wieder gutes Geld. Ich habe alles, was ich für sie bekommen habe, habe ich wieder rein investiert. Ich habe allgemein, was mein Team anging, das ganze Geld, was ich reinbekommen habe, habe ich raus für mein Team auch investiert. Auch wenn die das nicht gesehen haben, weil die jung sind und blind sind. Nachdem wir diese Musik gemacht haben, dass Leute mich anrufen, Sonja in irgendwelche Events einladen und sagen, ey Bro, sie soll hierher kommen, ein Auftritt, ein Song, wir geben ihr 6.000 dafür. Ich habe gesagt, Sonja, ich habe sie erzählt, jeder andere würde durchdrehen. Ich schwöre es euch auf alles. Samstag ist der Auftritt, Freitag ist Sonja feiern und du erreichst sie am nächsten Tag nicht. Wallah, viele würden jetzt auch so machen. Jeder, der so viel Geld bekommen würde, die wird das abstreiten, was ich hier erzähle. Ich schwöre es euch auf alles. Sie hätte 6.000 bekommen, allein nur für einen Auftritt. Sie ist nicht hingegangen, weil sie lieber geschlafen hat. Dann kommen wir zu einer Sache. Sie sagt dir davon, dass ich sie abgezogen habe. Du bist diejenige, die irgendwelche Leute abzieht, die in dem Alter von deinem Vater sind. Dafür solltest du dich schämen. Ihr wisst ganz genau, dass Sonja, egal in welchen Videos ich war, immer zu einem Friseur in Frankfurt gegangen bin und dass dieser Typ mich anschreibt, nachdem Sonja immer ihre Haare da umsonst bekommt. Das ist die Nachricht, nachdem wir telefoniert haben. Ich grüße dich, Brudi. Es tut mir leid, dass ich dich störe. Bruder, bis jetzt kam leider noch kein Feedback, wollte fragen, ob sie es heute das mit dem Post machen könnte. Er hat nicht so ganz gut geschrieben, deswegen
versuche ich das besser zu formulieren. Wollte fragen, ob sie das heute das mit dem Post machen könnte. Sie wollte es schon letzten Freitag machen. Ich danke dir vorab und würde mich freuen, wenn ich ein kleines Feedback erhalten könnte. Dieser Typ gibt Sonja, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich gebe dir 200 Euro, wenn du diesen kleinen Sound auf TikTok von meinem Neffen benutzen kannst, der auch Musik macht. Sonja nimmt die 200 Euro, steckt's ein, tut mich und den Typen aufhalten die ganze Zeit. Ich mach's. Irgendwann, wo sie natürlich mit ihrer Dose unterwegs ist, ich sag, ey, dieser Typ ruft mich jeden Tag an, bitte mach das. Es fällt alles auf mich zurück. Warum machst du das nicht? Ey, hast du mal gehört, wie hässlich sich das anhört? Natürlich meldet sich der Typ nochmal und sagt, Salam Fatih, hoffe es geht euch gut. Leider kam bis jetzt nichts in Bezug auf Sonjas Post. Ich gehe jetzt davon aus, dass es eine Flax-Aktion war und die 200 Euro so kassiert hat. Du ziehst einen älteren Mann ab, der in dem Alter von deinem Vater ist, wegen 200 Euro verlierst du dein Gesicht. Ja, nicht hier, die Leute in Frankfurt wissen, wie du bist. Aber die Zuschauer, die dich als Sonja, die Rapperin, kennen, bist du ja natürlich die Chaya. Und dann erzählst du in deinem Live rum, dass ich dich abgezogen hätte. Jetzt kommen wir zu unserem Istanbul-Trip, nachdem in meinem Blogs veröffentlicht wurde und wir auf 11k von Sony warten. Währenddessen habe ich ihr gesagt, hast du 4000 Euro zur Verfügung, Sonja. Aber das Geld war noch nicht da. Was mache ich natürlich? Vorkasse, Vorschuss. Sonja, egal wann du Geld brauchst, bis das Geld von Sony da ist, kannst du ja schon mal anfangen, dein Geld zu fressen. Natürlich macht sie das. Ich kann euch die ganzen Screenshots, die ganzen PayPal, die ganzen Notizen, die ich hier habe, als Sonjas Ausgaben, können wir auch alle einzeln durchgehen und mal gucken, was sie an Geld ausgegeben hat. Natürlich kommt jetzt der Trip nach Istanbul. Und die Ärzte, es war so abgemacht, dass die Ärzte gesagt haben, hey Fatih, wir wollen dir die Zähne machen, weil ich habe diesen Angebot bekommen, dass diese Ärzte wollten, dass ich mir die Zähne machen lasse, als Gegenleistung ich YouTube-Videos drehe. Was habe ich gemacht? Weil Sonja nie ihren Maul aufmachen konnte und Komplexe hatte, habe ich sie mitgenommen und den anderen auch und habe die beiden mit ins Klinik genommen. Aber bevor wir überhaupt zu der Sache kommen, wo es heißen wird, du hast doch die Zähne für die umsonst bekommen. So werden die Leute sagen, durch Kooperation, weil die an deinen Videos mitwirken. Diese Leute wollten, meine Truppe hat auf meinen Zweitkanal mitgewirkt, auf dem Pumping Lifestyle. Diese Leute wollten, dass ich meine Videos auf meinem Hauptkanal poste, für die Zähne, Werbung mache. Da haben sie nicht mitgewirkt. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich war mit denen 5 Tage in der Türkei. In diesen 5 Tagen gehen wir jetzt gemeinsam durch, was ich an Geld ausgegeben habe. Alles, was Sonja da ausgibt, ist aus ihrer Tasche. Also natürlich ist es aus meiner Tasche, aber das ganze Geld, was da ausgegeben wird, abgesehen von mir, was sie ausgibt, ist ihr eigenes Geld. Und das habe ich alles aufgeschrieben. Ja, Mann. Ey, war Leute auf Türkisch. Aber türkisch. Sogar in einem Flieger muss sie eine Dose in der Hand haben, ne? Nach dem Flieger ging es dann so, dass die mit einer Mercedes-Limousine abgeholt wurden. Ich frage sie, geht's dir gut? Bist du zufrieden? Gib euch die Antwort selbst. Sonja, was sagst du? Dir geht's gut? Ich brauch Internet und ein Pack und Kippen. Ja, aber. Und Essen, Walla, dann geht's mir Hayat. Ich schwöre. Cash fließt und ich tanke Papi Abi. Was das Essen angeht, habe ich niemals aufgeschrieben. Natürlich sind wir essen gegangen. Schön, mit Meeresausblick. Weil alles andere gefällt denen ja nicht. Nee. Ja, Lammspieß. Nachdem wir essen waren, sind wir ins Hotel gekommen. Die Koffern wurden von den Prinzessinnen abgeholt. Unsere Koffer werden geschoben. Kannst du das sagen? Baba, ich schwöre auf meine Mutter, das ist mein Zimmer. Ich schwöre, das ist mein Zimmer. Gut? Ja, das ist richtig Baba. Schon groß, gell? Das dicke groß, das größte Zimmer von Frankfurt, schön als in Frankfurt. Schön, sogar Rumas ist klein. Das Hotel hat denen auch sehr schön gefallen. In Deutschland hat sie so viel an Geld an Hotels ausgegeben. Ich gehe gleich die Notizen mit euch durch, ob ich sie abgezogen habe. Nachdem wir in Istanbul angekommen sind, wir ein schönes Hotel hatten, ja, Prinzessin hat das schönste Zimmer bekommen, sind wir am ersten Tag in die Klinik und es musste ja natürlich so aussehen, als ob ich mir die Zähne machen lasse, bevor ich überhaupt mit den Ärzten rede, warum ich eigentlich da bin. Da bin ich in die Klinik reingekommen, natürlich, weil die Ärzte gedacht haben, dass ich mir die Zähne machen lasse. Mir wurde auch ein Formular gegeben, dass ich alles ausfüllen soll, weil die dachten halt, dass ich mir die Zähne machen lasse.
Jetzt müsst ihr euch vorstellen, bin ich in das Zimmer und habe gesagt, hey Leute, ich habe mich umentschieden, ich möchte mir die Zähne doch nicht machen lassen. Dafür habe ich zwei Leute von meinem Team, denen ich gerne die Zähne machen lassen würde und trotzdem für euch Werbung machen werde. Dann haben die Ärzte mich angeguckt. Die hätten am liebsten, also ich habe gedacht, die sagen zu mir jetzt, verpiss dich hier raus. Ich habe mit denen geredet und gesagt, ich werde euch trotzdem Videos liefern, wenn ihr den beiden die Zähne macht. Ich habe es geschafft, die Ärzte zu überreden, dass denen die Zähne gemacht werden. Leute, ihr werdet mir nicht glauben, die sollten um 9 Uhr mal um 10 Uhr in der Klinik sein. Die Ärzte haben mich angerufen. Der Typ aus Deutschland, der da arbeitet, hat mich angerufen und gesagt, hey Fatih, es ist schon eine Stunde her und die sind nicht hier. Leute, ich sag euch, 5 Tage haben sie nicht mal geschafft, pünktlich zu ihrem Termin zu erscheinen. Ich bin müde, ich schwöre, deswegen wundert euch nicht. Von was? Von zu viel Schlafen. Dass ich so drauf bin. Von zu viel Schlafen. Von zu wenig, gar nicht schlafen. Warum? Weil sie das nicht schätzen. Weil sie nicht aus ihrer eigenen Tasche das Geld bezahlen. Die sind in diese Klinik hingegangen, als wäre das der Klinik von ihrem Vater. Überleg mal, wenn jemand 6.000 Euro für seine Zähne, neue Zähne bekommt, würden die das aus ihrer eigenen Tasche bezahlen, die hätten vor der Klinik geschlafen. Weil Fatih Baba alles aus seiner Tasche bezahlt, denkt Prinzessin, oh, ich habe noch so viel Geld. Ich kann noch so viel ausgeben. Aber wie viel du ausgibst, das ist dir nicht bewusst. Aber dazu kommen wir noch. Natürlich, nachdem wir in der Klinik waren, habe ich euch ja gesagt, alles was das Essen angeht, habe ich nie jemanden was bezahlen lassen. Was habe ich gemacht? Ich habe Prinzessin genommen und die anderen und sind schön essen gegangen. Probieren zusammen. Da könnt ihr sehen, dass Giuliano mit uns ist. Sogar heute noch erzählt Giuliano davon. Er war der Dankbarste von allen, obwohl er nichts damit zu tun hatte. Heute erzählt er noch und bedankt sich über diese Sache, dass wir da überall waren, dass ich die überall hingebracht habe. Ein geiles Erlebnis hatten. Natürlich geht der Abend so aus, dass Prinzessin feiern gehen möchte. Wir sind in Istanbul, da muss sie ja auch feiern gehen. Was Alkohol und diese ganzen Sachen angeht, bin ich raus, was Feiern angeht. Sie hat an einem Abend, ich zahle aus meiner Tasche, aber es ist ihr Geld, 1.100 Euro hat sie an dem Abend im Club gelassen. Viele würden sich jetzt vielleicht denken, 1.100 Euro, das geht doch gar nicht. Leute, wir sind in der Türkei, wir sind in Istanbul, wir sind in irgendeinem Club, wo wir VIP sind. Das geht ganz schnell. Die haben irgendwelche Flaschen ans Tisch gebracht, wo 3-4 Flaschen waren. Ich weiß nicht mal, wo die TikTok-Stories sind. Und dann sagt Prinzessin, das möchte ich nicht. Ich werde das zwar jetzt trinken, aber ich möchte eine Belvedere. Als ob irgendwelche Leute in der Türkei, wenn die eine Belvedere oder Grey Goose Flasche bringen, als ob da wirklich das drin ist. Amenako, am Ende ist da Wodka Gorbatschow drin. Die hat über 1.000 Euro ausgegeben an dem Abend. Und am nächsten Abend geht's dann weiter. Wallah, ich bin besoffen von gestern. Du hast gute Laune jetzt. Nein, ich hab keine gute Laune, ich brauch mein Handy, Amenako. Was ist wieder passiert im Club? Mir ist das Handy geschrottet. Wie viele Handys ich gekauft habe, wie viele Handys ich repariert habe, dass noch Leute so kommen und sagen, du hast hier ein iPhone 8, du hast hier ein iPhone 10, du hast hier ein iPhone 11 geholt, warum holst du hier nicht das neueste iPhone? Leute, ich habe das schon mal gesagt. Warum soll ich das neueste Handy holen, wenn ich weiß, das ist in 2 Tagen wieder kaputt? Fatih, ich brauche neue Display. Oha. Ich kann ja nicht nein sagen, weil ich gutmütig bin. Direkt sind wir in den Laden, ihr Display reparieren lassen. Und was ist? Sie verdient Geld, also muss sie das aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Bitte gebt euch mal meinen Gesichtsausdruck. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte das alles einfach nicht mehr. Mein Vater hat mir auch gesagt, ich kaufe dir kein Handy mehr. Da hat mir Vater geholt. Ohne Vater hätte ich gerade kein Handy. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt die Zeit, wo sie angefangen hat, ihr eigenes Geld zu verdienen. Für die, die es noch nicht gecheckt haben. Natürlich, Display repariert, stundenlang da gewartet, weil wir nicht weg konnten, weil die uns gesagt haben, wir machen in 2 Stunden zu, ihr müsst hier bleiben, ihr könnt nicht weg. Wir sind im Taxi, riesengroß, wir können da nicht weg. Direkt nächste Problem, die werden hungrig und fangen an, sich zu beleidigen. Warum? Weil sie wieder Hunger haben. Du Schmuck, Amna. Du bist eine Schmuck, du bist eine große Schmuck, du bist eine kleine Schmuck, du bist eine Kriege, du bist ein Schmuck. Ihr könnt ja die Stimmung, den Ton hören, der Ton macht die Musik. Meine Kinder haben zurzeit gerade alle nur Hunger. Wir gehen gleich zu Nusret und dann kriegen meine Kinder alle was zu essen. Und dann ist die Stimmung auch wieder ganz gelockert. Nachdem wir bei Cezener Burak waren, habe ich gedacht, bringe ich meine Kinder zu Nusret.
Warum? Weil ich meine Kinder immer wie Könige bediene. Bedienen lasse, schön essen lasse. Wer war der Dankbarste? Juliane. Und zu guter Letzt hat Prinzessin dann ihre Zähne bekommen. Hey, sieht so fett aus, oder? Sieht so heftig aus, direkt sieht sie älter aus. Jetzt gibt euch, nachdem sie ihre 6.500 Euro Zähne bekommen hat, und der andere bekommt sie erst ein paar Monate später, weil er keine Zähne hatte, frage ich sie, ob sie zufrieden sind. Hört euch selbst die Antwort. Seid ihr zufrieden? Ja, ich will essen. Du bist morgen dran? Ja. Bist du zufrieden? Ja, sehr, sehr. Ich küsse dein Herz. Ich schwöre. Wegen Fasti, ich hab hier Zähne lang, was alle. Wenn ich ein Arschloch gewesen wäre, hätte ich sagen können, ey, du hast von mir für 6.500 Euro Zähne bekommen und hiermit sind wir quitt. Habe ich aber nicht, warum? Weil ich gutmütig bin. Jetzt kommen wir zu deinen Lives. Du gehst heute live nach diesen ganzen Sachen und redest so ein Bullshit über mich. Alle chillt lieber alleine. Scheiß auf falsche Leute, Walle, scheiß auf Freunde, alles falsch. Es gibt keine Freunde. Könnt ihr jetzt mit mir fühlen? Ich habe euch versucht, Stück für Stück zu erklären, warum dieser Kontakt nicht mehr da ist, wie sie über mich hinzieht und redet. Du erzählst irgendwas von, alle sind falsch, keine Freunde. Jeder distanziert sich als erstes von dir. Zweitens, die Einzige, die falsch ist, bist du. Ich habe euch vielleicht jetzt diesen Istanbul-Trip gezeigt. Wenn euch das mit dem Istanbul-Trip nicht gereicht hat, guckt euch alle Videos an, was sie an Geldern ausgegeben hat. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist alles nur vor der Kamera. Wie viel sie hinter der Kamera ausgegeben hat, dafür habe ich ja nur ein paar Chats, mehr nicht. Wie viel sie privat, als wir unterwegs waren, ausgegeben hat. Jeder, der in meiner Umgebung weiß das. Wenn ich euch allein nur eine Sache von meinem Vater einblenden könnte, eine Strafe, eine Dings nach der anderen, wie viel ich ausgegeben habe, wie diese Leute heute über mich reden und mein Vater das zu Hause mitbekommt und ich ihn heimlich aufgenommen habe. Nur um mal zu sehen, was für eine Wut er in sich trägt. Blendet euch mal ganz kurz ein, was mein Vater zu dieser ganzen Sache sagt. Hiçbir zaman üstüne hiçbir şey yapma. Ev mi tutacak? Siktir ol git yap. Ev tut de. Merhametten maraz doğar. Bu kadar merhametli olma. Kim ne yapıyorsa sen parasız kaldığın zaman kim sana gelip bir kuruş veriyor? Sen benim arkamda, ben seni adı çamurdan çıkardım. Amına kodumun çocuğu diyeceksin. Param yok, hendim yok. Siktir git al. Biriktir paranı git al. Ne alıyorsun bunları hendim hendim? Ha böyle kafan ağrır işte. Vielleicht könnt ihr es an meinem Vater seinen Aggressionen heraushören, wie undankbar diese Menschen sind. Also wir gucken uns das live weiter an, jetzt fühlt ihr mit mir. Das Einzige, was ihr habt, Familie, ja, aber scheiß auf alle, der macht euer Ding alleine so, ihr braucht niemanden. Walla, ich will gar nicht abhängig von niemandem sein, ich will auf eigenen Beinen stehen, Leute, aber Digga. Sie sagt, sie gibt ja selber zu, dass sie abhängig war. Obwohl ich ihr immer den Weg zeigen wollte, auf eigenem Bein zu stehen. So und so musst du machen, damit du immer auf niemanden angewiesen bist. Was hat sie gemacht? Sie hat drauf getreten und sie hat auf das Teller gespuckt, worauf sie gegessen hat. Das hat nicht nur sie gemacht, sondern auch andere. Ich wollte alles in ihrer Freizeit mit ihr machen. Ich wollte, dass sie von den ganzen Substanzen wegkommt. Ich wollte in ihrer Freizeit, immer habe ich sie dazu überredet, mit mir trainieren zu gehen. Ich habe sie immer versucht, mit ins Training zu schleppen, in irgendwelche Freizeiten. Ich habe gesagt, komm mit uns, komm schlaf bei uns. Scheiß mal auf dieses Wochenende, verbring mal Zeit mit uns. Nein. Diese zwei Wochenendtage, die zählen. Ansonsten gibt's nichts anderes. Ich schwöre, ich wollte gar nicht. Ich war gestern live, ich hab gesagt, dieses Thema ist für mich beendet. Sie meint damit, dass ich, nachdem sie abends live war, ihr Insta sperren lassen habe. Ihr müsst euch vorstellen, es war echt ein dummer Zufall, dass an dem Abend, als sie live war, gab es eine weltweite Instagram-Störung, wo ich selbst nicht in mein Instagram rein konnte. Und unsere Prinzessin natürlich gesagt hat und gedacht hat, oh, nachdem ich mein Live beende, gehe ich auf mein Insta und habe keinen Zugriff mehr. Warum soll ich deinen Instagram-Account sperren lassen? Ihr müsst auch eure Augen öffnen. Walla, ich mach auch meinen Mund auf jetzt. Walla, was hier abgeht, geht nicht. Wie können solche Menschen sich vor die Kamera trauen und so reden? Nachdem das alles so passiert ist. Wisst ihr warum? Weil die denken nicht so gesund wie wir. Die sind auf irgendwelche Substanzen, was die morgen vergessen. Ich bin kein Mensch, der das mit Bullen mein Stress und meine Sachen klärt. Wisst ihr, was ich meine? Entweder ich kläre das ganz, ganz anders, auf ganz ekelhafte Art und Weise, oder lass mich in Ruhe. Weil jetzt unsere Prinzessin 3 Wochen im Kinderheim war und rausgekommen ist, ja,
in irgendwelchen Filmen ist und sagt, ich kläre das auf eine ganz andere, eklige Art und Weise. Und dann sagt sie noch irgendwann, oder ich kläre es mit der Polizei. Erstens, wer bist du dann, dass du irgendwelche Leute holen willst und lass mich gar nicht über so Sachen anfangen. Zweitens, mit der Polizei kannst du sowieso nichts klären, weil du jedes Mal einen Haftbefehl hast. Jeder auf der Konsti in Frankfurt auf der Zeil weiß ganz genau, dass wenn sie die Polizei anruft, dass die Polizei auf ihr Gesicht auflegt. Egal was passiert, ruft sie die Polizei an. Nicht mal mehr die Polizei hat nicht mal mehr Bock auf dich. Keine Ahnung, der wird kommt gar nicht mit Statement an, Digga. Gar nicht Statement nach Statement, Videos, macht es. Aber Digga, die Leute sind auch nicht dumm. Irgendwann reicht's ganz einfach. Baller. Du sagst, ich hab Geld mit dir gemacht, mach mal Statements, mal Statements. Ich hab nie Geld mit dir gemacht, ich bin minus gegangen. Und genauso wie dein Mitbewohner, da wo du jetzt wohnst oder gewohnt hast, der auch keinen Bock mehr auf dich hatte, ist auch nur minus mit dir gegangen. Und soll ich dir was sagen, das Einzige, was vielleicht mir ein bisschen Geld bringen wird, ist vielleicht das Statement gegen dich, was die Wahrheit ist, was absolut die Wahrheit ist. Das wird mir vielleicht Geld bringen. Ansonsten habe ich nie Geld mit dir gemacht. Ich bin nur minus gegangen. Ich habe euch gesagt, ich war unerfahren, was die Musik anging. Dass die rumerzählt, dass ich ihr Spotify-Account habe und dass ihr nicht zurückgebe und was weiß ich was. Dabei hatte ich das nicht. Hat ein Kumpel von uns. Ich habe das von ihm genommen, habe ich ihr auch zugeschickt. Ich habe ihr die Daten gegeben, um reinzugehen und alles. Und sie dachte natürlich, dass auf Spotify Geld drauf ist. Sony hat die Rechte abgekauft. Jeder, der nicht hirnamputiert ist, weiß, dass das so ist. Also ich weiß nicht. Und dann heißt es so im Hintergrund, ey, der zieht dich ab, der hat dich abgezogen. Es gab wirklich Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, der hat 80.000 Euro mit Sonja gemacht, mit ihrer Musik. Luciano, bist du's? Er gehört alles Sony. Und dann erzählt sie ja, er hat das auf YouTube, Mutube auch gepostet. Aber was willst du von einer Sonja erwarten? Ich meine, man muss mal immer überlegen, woher kommt dieser Mensch? Wir müssen ganz am Anfang hin, wo Sonja herkam. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 300.000, keine Ahnung. Wenn ich euch dahin bringe, wo Sonja herkam, glaubt mir, das wollt ihr gar nicht wissen. Ja, von Kaufland, alle. Du kommst aus Puff, guck dich mal an, alle. Deine Schwester kommt aus Puff, alle. Was, meine Schwester? Guck mal diese Schuhe, alle. Ich könnte ein Video machen, wo ich selber an der Konstablerwache bin oder allgemein auf der Zeile an der Hauptwache. Da kann ich mal die Leute befragen, wer Sonja ist. Dann hättet ihr auch die Antwort. Also ich meine, an dem Screenshot könnt ihr ja selbst sehen, wer die Rechte hat. Der Mitbewohner. Ich nenne ihn jetzt Mitbewohner. Eigentlich ist es ja der Typ, der ihr ein Dach über den Kopf gegeben hat. Dieser Typ schickt mir natürlich auch Sachen, dass er traurig ist, sich auskotzt und Sonja dies schreibt. Denk bitte an 13 Uhr. Ich renne, ich mache, ich tue. Bringe mich nur selbst in Gefahr. Wie ein, behandelst du mich? Mein Vater kommt extra gefahren, mich interessiert es absolut null mehr. Pack bitte deine Sachen, meine Geduld ist am Ende. Du ziehst, feierst, rillest, alles vor. Vorbei, ich habe die Schnauze voll. Ich gebe dir bis 14.40 Uhr Zeit. 39. Sag alles ab. Ich mach nichts mehr. Ich möchte heute noch, dass du gehst. Keine Sekunde werde ich noch überlegen. Bei mir sieht es aus, als würden Schweine wohnen. Jede Nacht kann ich nicht schlafen, weil du nachts nach Hause kommst. Zeig mir einen, der das mitmacht. Ich meine das diesmal ernst. Du hast meine Gutmütigkeit mit Schwäche verwechselt. Das schreibt der Typ, wo sie wohnt. Wo sie ein Dach über dem Kopf hat und wo sie sich das auch versaut hat. Ich sag immer, jeder, der mit Sonja auf kurze Distanz mit ihr abhängt, ist Sonja Baba, ist sie gut, ja, diese Seiten hat sie ja. Aber jemand, der in intensiven Kontakt mit ihr ist, stößt sie ab, egal wer es ist. Ob es der Typ ist, bei dem sie gewohnt hat oder immer noch wohnt, ich weiß es nicht. Ob es ihr Vater ist. Natürlich daraufhin schreibt der Typ Sonjas Papa an. Hallo, ich kann das mit deiner Tochter nicht länger. Gestern und heute wieder die Polizei da. Durchsuchung bei mir zu Hause. Ich muss sie gehen lassen, ich kann nichts mehr tun. Es tut mir im Herzen leid, aber sie tritt mit allen Füßen und behandelt mich wie der letzte Hund. Daraufhin schreibt Sonjas Vater, hallo, ich weiß, ich kenne Sonja sehr gut. Der Vater ist echt ein guter Mann. Ich könnte wie gesagt bis morgens reden. Kommen wir zu den Notizen, die ich ihr so an Geldern ausgegeben habe. Leute, ich muss hier nochmal in ein Video reingrätschen, das sonst einfach viel zu lang wäre. Was jetzt Sonjas Ausgaben angeht, habe ich das nämlich gestern so gemacht, dass ich mich hier vor die Kamera gesetzt habe und wirklich jedes Einzelne, was Sonja ausgegeben hat,
habe ich vor der Kamera vorgelesen. Und das ist einfach viel zu lang und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe es ausgerechnet. Die Sachen, die ich einzeln aufgeschrieben habe, müsst ihr euch überlegen, dass das über ein Jahr und ein paar Monate gegangen ist. Also die Laufzeit zwischen ein Jahr und ein paar Monate. Diese ganzen Notizen. Und die werde ich euch hier mit einblenden. Ihr könnt es gerne stoppen und selbst nochmal ausrechnen, was die Dame ausgegeben hat. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Bevor ich euch das alles einblende und das zeige, was sie ausgegeben hat. Ihr wisst ja, was ihr zur Verfügung stand. Möchte ich euch eine Sache sagen, die sehr wichtig ist. Mein Fehler an der ganzen Sache war, dass ich immer gutmütig bin. Und mein Fehler war an dieser Stelle, was das mit Sonjas Geld angeht. Ich hätte einfach diese 4000 Euro nehmen sollen und ihr in die Hand drücken sollen. Das wäre das Beste gewesen. Aber ich habe ihr vertraut. Und das war auch, wie gesagt, die Aussage von ihrem Vater, dass wenn sie auf einmal so viel Geld bekommt, dass das am selben Tag oder spätestens am Wochenende weg ist. Und deswegen habe ich gesagt, bin ich als großer Bruder da, egal welche Uhrzeit, egal welcher Tag du Geld brauchst, schreibst du mir und ich schicke es dir. Ich kann euch auch all die Screenshots mit einblenden. Also wer mir glaubt, wer mir nicht glaubt, ist eure Sache. Ich weiß, dass ich in mein Gewissen rein bin, sie noch nie abgezogen habe, sie von mir gelebt hat. Ihr könnt euch die ganzen Videos reinziehen und da könnt ihr nochmal sehen, auch in diesem Video, wie viel Geld sie immer gekostet hat. Sei es Essen, sei es Rauchen. Dieses Mädchen ist abhängig. Sie braucht immer ständig Alkohol, Kippen, Lachgas, egal was. Sie hat keinen Führerschein, sie fährt mit Uber. Leute, ihr müsst euch auch überlegen, dass 10 Minuten von ihr ein Einkaufsladen ist. Sogar dahin fährt sie mit Uber. Warum? Weil sie denkt, sie hat Geld. Und ich habe ihr sogar irgendwann mit der Zeit, als wir in der Stadt waren, gesagt, ey Sonja, weißt du, dass du schon einen Haufen Geld ausgegeben hast? Diese Notizen, die ich euch einblende, habe ich ihr auch gezeigt. Und deswegen sagt sie irgendwo in einem Live, dass sie nur ein paar tausend Euro ausgegeben hat. Nein, hat sie nicht. Was ist denn mit all den anderen Monaten, die du von mir gelebt hast? Ich habe wirklich nur das ausgerechnet, was nach ihrer Musik war. Weil nach ihrer Musik hat sie ihr eigenes Geld verdient. Das sind die einzigen Beweise, Habibis, die ich für euch habe. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, Wallah, kein Problem. Am Ende des Tages, wenn wir sterben, werden wir uns nochmal begegnen. Und dann kann sie mir die Frage stellen, ob ich sie abgezogen habe. Oder ich werde ihr die Frage stellen, warum sie den Leuten erzählt, dass ich sie abgezogen habe. Also, nach meinen ganzen Rechnungen, nach den ganzen Screenshots, die ich euch einblende, stoppt's, rechnet's aus. Ich habe es ausgerechnet. Du hast insgesamt, obwohl dir 4000 Euro zur Verfügung standen, hast du insgesamt knapp 10.000 Euro ausgegeben. Knapp 10.000 Euro hast du ausgegeben. Und das war so grob die Rechnung, wo noch vieles gefehlt hat. Was diese ganzen Screenshots angeht, bis auf ein, zwei Zahlen, habe ich immer glatte Zahlen gemacht. Da waren bestimmt mal so 2, 3 Euros mit dabei. Wo ich auch ein, zwei Mal Nerven auf sie hatte und das auch so glatt geschrieben habe mit Summen nebendran, was 2, 3 Euro war. Aber meistens habe ich das so gemacht, wenn ich hier 105, 110, 112, 115, 116, habe ich es immer glatt gemacht, 100. Mein Fehler war einfach, dass ich ihr wirklich diese 4000 Euro nicht Cash in die Hand gedrückt habe. Ich wusste von Anfang an, hätte ich das gemacht, dann hätte ich die ganzen Kopfschmerzen. Das Geld wäre weg und wer hätte wieder aus seiner eigenen Tasche zahlen müssen? Ich. Aber was ist passiert? Heute sitze ich hier und habe andere Kopfschmerzen. Und zu dieser Zeit hatte sie leider kein Gewerbe und deswegen konnte ich keine Rechnungen schreiben. Und deswegen kann ich euch, hier ist der Beweis, nachdem ich mit ihm telefoniert habe und gesagt habe, ich brauche die ganzen Rechnungen von Sonja, das Geld, das ganze Geld, was sie von mir bekommen hat. Ihr wisst ja, wie es in Deutschland abläuft. Ich bin ein Bürger, der seine Rechnungen zahlt, also seine Steuern. Ich zahle mehr Steuern wie jeder Zweite, der da draußen rumläuft. Und hier ist der Beweis, dass er mir sogar selbst geschrieben hat, wann machen wir das mit den Rechnungen von Sonja. Also, Habibis, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe nicht die ganzen Screenshots, aber auch was zum Teil als PayPal oder Schnellzeitüberweisungen rausgingen, kann ich euch auch jede Menge Sachen einblenden, Screenshots oder Nachrichten, wie sie immer nach Geld gefragt hat. Und wundert euch nicht, wenn da Anissa bei den PayPal-Sachen steht, weil ich zu der Zeit, ihr könnt es auch in den Screenshots sehen, wo sie selber sagt, schick's Anissa. Und die andere Sache ist auch natürlich die, nach diesen 6 Monaten, wo wir uns wieder versöhnt hatten, hat sie mir ja am Ende gesagt, dass sie das nicht bockt mit den Videos, dass es ihr nur ums Geld geht. Ja, ne, damit hat sie sich ja auch selbst verraten, warum sie mit mir ist. Weil sie genau weiß, dass sie immer von mir Geld bekommen hat.
und dass sie wieder mit mir ist, nur wegen dem Geld. Und ich habe gesagt, ey, ich bin raus. Dass sie 3 Wochen im Kinderheim ist und rauskommt und einen auf, der macht mit Huda Videos. Ich bin schon seit über ein Jahr gut mit Huda. Ich bin nicht schlecht mit ihr. Wenn wir uns sehen, komm, wir machen Business, wir machen Videos. Es kommt gut an. Es kam auch immer gut an. Und plötzlich heult sie rum und sagt, ey, die sind gegen mich. Die sagt, der kommt vom Knast und macht vom Knast Videos. Digga, ich stand da vom Knast und hab dich gegrüßt. So, es war nix. Aber nachdem ich dein Live gesehen hab, du hast sogar ein Live gemacht, wo du als erstes gegen mich geschossen hast, obwohl du noch nicht im Kinderheim warst. So hat die ganze Sache für mich angefangen. So, und dass das alles passiert ist, bist du selbst dran schuld. Alles, was dir bis jetzt passiert ist, bist du selbst dran schuld. Und glaub mir, es wird auch eine Zeit bei dir kommen, da wirst du mich auch mit einer Kerze suchen. Also wenn ich mir heute so überlege, du konntest früher dein Maul nicht mal aufmachen, weil du dich dafür geschämt hast. Ich bin der Grund, dass du heute dein Maul aufmachen kannst und du machst heute dein Maul auf und schießt noch gegen mich. Wallah, schämen solltest du dich. Du gehst, du tust, hetzen, du redest Scheiße über mich. Keiner kann hier kommen und sagen, dass ich irgendjemanden auch abgezogen habe, egal wer es ist. Ich habe dich mit einem Video gewarnt. Ich habe über mehrere Ecken, habe ich dir die Nachricht weiterleiten lassen, dass sie dich warnen sollen, dass ich kein Video machen möchte, dieses Video posten möchte, aber du wolltest es nicht anders. Und was habe ich daraus gelernt? Dass ich nie wieder mit solchen Menschen in Kontakt kommen möchte. Ich verdiene lieber ein paar hundert Euro weniger und habe keine Kopfschmerzen. Ich habe jetzt gerade die Zeit, die ich habe, wo vielleicht manche Leute sagen, du machst die Klicks nicht mehr wie früher oder was weiß ich was. Die Zeit, die ich jetzt gerade habe, ist die schönste Zeit meines Lebens. Ich verdiene trotzdem, Alhamdulillah, mein Geld, auch wenn es nicht wie früher krass hoch ist. Lieber habe ich so die Mitte und mir geht's sehr gut. Ich habe keinen Kontakt zu solchen Leuten. Ich hätte vielleicht doch damals auf die Frau hören sollen im Hotel. Die werde ich irgendwann in den Ruin treiben. Die ihr natürlich auch geschlagen habt. Aber vielleicht kommen wir zu dieser Story irgendwann anders. Nur, ich hätte auf diese Frau hören sollen. Diese Frau hat auch keine Anzeige erstellt, weil sie mich persönlich gefeiert hat und ich mich mit ihr sehr gut verstanden habe. So eine sympathische Frau. Da waren wir wirklich fast eine Woche in diesem Hotel und haben uns so gut mit dieser Frau verstanden. Da frage ich mich auch, was muss kaputt an diesen Menschen sein, dass man so eine Frau schlagen muss? Ja, okay, alles klar, kein Thema, dafür sind wir ja da. Dann werden wir aber auch wieder weg. Vielen Dank, ja. Also ich erstelle jetzt keine Anzeige, weil ich nicht will, dass ihr dafür Ärger bekommt, weil ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wenn du Zimmer für die anmietest, bist du derjenige, der für alles, was die machen, haftbar gemacht wird. Alles. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Anzeige erstelle, geht die mit auf dich, obwohl du mir nichts gemacht hast in dem Sinne. Und das zu beweisen, dass die in diesem Zimmer waren und nicht du und so weiter, das wird für dich vor Gericht und alles schwierig. Also nimm das einfach als Lehre mit. Das, was ihr, also das sind keine Leute, mit denen ihr, also nicht, wenn du, also wenn du das anstrebst, weiterzumachen, sind die beiden fehl am Platz. Sag ich dir ganz ehrlich, die werden dich irgendwann in den Ruin treiben. Weil hätte ich ein Video gemacht davon, glaub mir, es wäre bestimmt auch viral gegangen. Es war nur eine unangenehme Situation für uns alle, das sollt ihr einfach wissen. Für uns ist das Thema erledigt. Wir werden aber tatsächlich an B&B Hotels schreiben, dass wir die beiden Damen sperren lassen. In keinem unserer Hotels europaweit mehr ein Hotel bekommen. Und ich meine, ihr müsst jetzt die Kosten tragen dafür, dass das Zimmer heute nicht verkauft werden kann. Das ist eine Nacht zusätzlich, 80 Euro fürs Rauchen und so weiter wegen Sonderreinigung. Vielleicht ist das für euch, weißt du, nicht viel Geld. Andere würden das für viel Geld. Und das müssen die auch erstmal verdienen, die beiden. Überlegt euch das, ob es Sinn macht, mit denen überhaupt zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es wird euch besser tun ohne die. Ich küsse ihr Herz für diese Worte. Ich hätte damals auf diese Frau hören sollen, aber wir Menschen sind halt so, wir müssen unsere Erfahrung selbst machen. Was ihr da an diesem Hotel angerichtet habt, was ihr mit dieser Frau gemacht habt. Sogar davon gibt's Video. Weil die Frau so lieb war und mich in das Zimmer reingelassen hat, als sie mir diese Videoüberwachungskameras gezeigt hat, was ihr da gemacht habt, weil ich es nicht glauben konnte. Keiner soll ihr irgendwie erzählen, irgend so ein Hosenscheißer, dass ich sie abgezogen hätte. Sie ist diejenige, die die Leute abzieht. Geht mal nach Frankfurt und fragt mal nach denen ihren Namen. Und wenn viele sich jetzt fragen, wer in diesem Hotel dabei war und diese Frau mitgeschlagen hat, wer neben Sonja war, das bleibt erstmal ein Geheimnis. Den Namen möchte ich nicht verraten. Ich küsse eure Herzen, Habibis. Danke für euren Support. Cash fließt und ich danke Papi Abi.